Lernen im Netz bedeutet gleichzeitig das Lernen an unterschiedlichen Lernorten. Digitale Medien bieten zahlreiche Möglichkeiten, den Lernprozess zu fördern und zu unterstützen und auch ihn zu zentralisieren. Lernplattformen und Personal Learning Environments sind in diesem Zusammenhang als Schlagworte zu sehen. Eine Lernplattform, auch Learning Management System oder kurz LMS genannt, hilft Lehrenden und Lernenden dabei, Lernprozesse zu organisieren, Lehr- und Lernunterlagen zur Verfügung zu stellen und Kommunikation und Interaktion auch im virtuellen Raum zu ermöglichen. Hinter einer Lernplattform steht ein komplexes System, das aus mehreren Komponenten besteht und unterschiedliche Bereiche abdeckt. Die Distribution und Dissemination von Lernunterlagen und Ressourcen ist hier genauso möglich wie das Kommunizieren, Kollaborieren, Evaluieren und Organisieren. Sehen wir uns als Beispiel die an der Karl-Franzens-Universität Graz eingesetzte Lernplattform Moodle an. Moodle ist ein Akronym für eine Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, also eine modulare, objektorientierte, dynamische Lernumgebung. Sie besteht in der grafischen Aufbereitung aus den Blöcken links und rechts und dem Themenbereich in der Mitte. Hier können Lernunterlagen zur Verfügung gestellt werden oder aber auch Aktivitäten angelegt werden. Die Möglichkeiten von Moodle reichen damit über die bloße Bereitstellung von Lernunterlagen hinaus. Zwar können zum Beispiel Links und Dateien, Videos und ganze Ordner zur Verfügung gestellt werden, die, aus dem Blickwinkel der Instruktion betrachtet, nur passiv rezipiert werden oder als Ausgangspunkt für schriftliche oder mündliche Aufgaben gesehen werden können, so können auch Aktivitäten angelegt werden, die die Interaktion zwischen den Studierenden und den Lehrenden ermöglichen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, Foren oder Chats anzulegen und zu organisieren, Tests einzubauen oder auch Abstimmungen durchzuführen. Die zentrale Stärke einer Lernplattform liegt dabei darin, dass alle Materialien an einem Ort liegen und auf dem elektronischen Postweg nichts verloren gehen kann. Außerdem kann auf den Moodle-Kurs überall dort zugegriffen werden, wo eine Internetverbindung vorhanden ist. Durch das Bereitstellen multimedialer und interaktiver Inhalte werden dabei nicht nur unterschiedliche Lerntypen angesprochen und die soziale Kompetenz gefördert, auch eine Binnendifferenzierung der Materialien kann vorgenommen werden. So können Materialien für unterschiedliche Lernniveaus genauso bereitgestellt werden wie zusätzliche Materialien für Studierende, die sich mit einem Thema besonders gerne auseinandersetzen. Über den Regelunterricht hinaus ist somit auch eine Förderung von Interessierten und Begabten möglich. Die Inhalte einer Lernplattform werden großteils von der Lehrperson zur Verfügung gestellt, auch die Arbeitsaufträge in Foren oder Chats von ihr bereitgestellt. Die Studierenden können Lernressourcen rezipieren und die Aktivitäten mit ihren Beiträgen füllen. So tragen sie aktiv zum Unterrichtsgeschehen bei und tauschen sich, konstruktivistisch gesehen, untereinander aus. Eine umfangreiche Einführung in die Lernplattform Moodle, ihre Aktivitäten, Stärken und Schwächen, bietet das Moodle-Praxisbuch. Am Anfang steht der leere Kurs, das auf der Homepage der Akademie für neue Medien und Wissenstransfer der Universität Graz als E-Book kostenlos heruntergeladen werden kann. Unter dem Schlagwort Personal Learning Environment werden unterschiedliche Aspekte verstanden. Es handelt sich dabei um die von Studierenden geschaffene, personalisierte und persönliche Lernumgebung, wie auch die Übersetzung des Namens bereits zeigt. Beim Lernen stellen sich Lernende eine persönliche und vor allem individuelle Lernumgebung aus Büchern, Internetlinks, gedruckten Materialien und anderen Ressourcen und Medien zusammen, die als Basis für den Lernprozess dienen und sehr heterogen sein können. Diese Ressourcen und Materialien werden ebenfalls wieder individuell organisiert und gestaltet, verwendet und geteilt. Hierfür verwenden die Lernenden mobile Technologien, soziale Medien oder Netzwerke, beziehungsweise auch Webanwendungen aus dem Bereich des Web 2.0, die dem mobilen Charakter des ubiquitären Lernens entsprechen. Das informelle Lernen des bzw. der einzelnen Lernenden steht im Vordergrund. Der Forderung der modernen Gesellschaft nach Lifelong Learning wird nachgekommen. Die Studierenden lernen nicht nur an der Universität, sondern auch außerhalb. Sie lernen nicht nur mit Materialien und Ressourcen, die von der Lehrperson zur Verfügung gestellt werden, sondern nutzen auch andere Quellen, wie das Internet beispielsweise. An diesem Punkt ist es jetzt auch besonders wichtig, sich selbst zu organisieren und seine Informationen und Quellen sinnvoll zu verwalten. In der Lektion zum Thema neue Lernmedien wurde bereits auf Anwendungen zur Content Curation, nämlich Learnist, Scoopit und Pinterest, kurz eingegangen. Diese ermöglichen das Sammeln, Verwalten und Teilen von Inhalten, wie sie im Web vorhanden sind.
Zwei weitere Anwendungen sollen hier nun folgen: DIGO zur Literaturverwaltung und Trello zur Selbstorganisation. Da Literatur- und Informationsrecherche nicht mehr nur an einem Ort stattfinden, macht es oftmals nur wenig Sinn, ein Literaturverwaltungsprogramm lokal auf einem Computer zu installieren. Das Nachtragen gefundener Materialien ist mühsam und wird nicht selten vernachlässigt. Außerdem ist es, gerade bei E-Journals, gefundenen PDF-Dokumenten oder anderen digitalen Quellen wichtig, neue Möglichkeiten der Annotierung zu finden, da Materialien oft nicht mehr ausgedruckt, sondern digital gelesen und bearbeitet werden. Literaturverwaltungsdienste wie DIGO ermöglichen nicht nur das Ablegen, Organisieren und Verwalten von Ressourcen, sondern auch ihre Bearbeitung und Personalisierung durch Kommentare und Anmerkungen. Die gesammelten Daten werden über die Cloud auf den unterschiedlichen Endgeräten synchronisiert. DIGO arbeitet aus dem Browser heraus mit einer Toolbar, die unterschiedliche Dinge erlaubt. Seiten lassen sich mit einem Klick bookmarken und können bei DIGO sogar mit einem Read Later versehen werden. Sie werden wie eine ungelesene Nachricht im E-Mail-Ordner in der DIGO-Bibliothek abgelegt. Auch Captures einer Seite können, wie bei einem Screenshot, angefertigt und in die Bibliothek gelegt werden. Dabei werden eine Überschrift, der Link und das Speicherdatum in der Bibliothek gespeichert. Tags, also Schlagworte, können manuell hinzugefügt werden. Kommentare und Anmerkungen können durch virtuelle Post-its angefügt werden, interessante Passagen wie mit einem Leuchtmarker farblich hinterlegt werden. Die einzelnen Elemente der Bibliothek können schließlich auch per Mail verschickt oder in sozialen Netzwerken geteilt werden. Dabei können in den Bibliotheken auch Gruppen angelegt werden, die gemeinsam Materialien und Ressourcen zu einem Thema sammeln und dabei auch ihre Kommentare und Anmerkungen untereinander teilen können. Beim Lernen kann man so auch durch die Erfahrungen und Ergebnisse der Kolleginnen und Kollegen sozusagen konnektivistisch profitieren. Beim Lernen im Personal Learning Environments kommt es jedoch nicht nur auf die Organisation von Inhalten, sondern auch die Selbstorganisation, die sich in einem guten Projekt- und Zeitmanagement ausdrückt, an. Als relativ neues Projekttool ist Trello zu sehen. Es erlaubt, Projekte als sogenannte Boards anzulegen und dabei auf den Boards die einzelnen Aufgaben als Listen zu definieren, die über sogenannte Karten verteilt werden können. Diese können auch mit Kommentaren versehen werden. So lassen sich zum Beispiel schriftliche Arbeiten oder die Einteilung des Semesters problemlos vornehmen. Eine Besonderheit von Trello ist dabei, dass es auch von Teams, zum Beispiel in Projekten, genutzt werden kann. Die einzelnen Teammitglieder können zu Boards und Listen hinzugefügt werden oder sich selbst hinzufügen und dann einzelne Karten übernehmen. So lassen sich auch relativ große Projekte und Teams gut koordinieren. Wenn Sie sich für das Thema Lernplattformen und Personal Learning Environments interessieren, helfen Ihnen sicherlich diese Links ein wenig weiter, sich tiefer in die Materie einzulesen. Zum Abschluss ein kleiner Arbeitsauftrag. Das Organisieren des eigenen Lernprozesses ist eine wichtige Kompetenz in der heutigen Lernkultur. Die Lernenden sind dabei gefordert, das für sie beste Werkzeug oder Medium zu finden. Welches Medium hilft Ihnen am besten beim Lernen? Welches Werkzeug setzen Sie ein, um sich selbst und Ihre Lerninhalte zu organisieren? Worin sehen Sie Stärken und Schwächen einer Lernplattform?